Am 9. August 2019 war es wieder soweit. Nostale öffnet den Server New Senas, besser bekannt als Server 6. Es wird beworben als eine Chance für alle und dass dieser Server das Spiel wiederbeleben wird. Kein Jahr später, am 24. April 2020, wird verkündet, dass dieser Server, die Hoffnung des Neustarts, mit Server 2 zusammengetan wird. Grund? Mangelnde Aktivität auf dem so glorreichen Server. Wie konnte es so weit kommen? Und damit ein Hallala an denjenigen, die gerade vor dem Bildschirm kleben. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wird der neueste Server wieder zusammengetan und es wird somit wieder eine Serverfusion geben. Die Gründe habe ich ebenfalls genannt. Es heißt zwar nur, dass man damit den Spielspaß verbessern möchte, aber die Gründe sind tatsächlich andere. Die Frage ist nur, wieso die nicht gleich sagen, dass es an mangelnder Aktivität und Spieleranzahl liegt. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte der neue Server dermaßen schlecht verenden, wo doch am Anfang Massen an Spielern vorhanden waren? Ich habe dazu meine ganz eigene Theorie, die ich nun vorstellen möchte. Aber ich möchte nochmal betonen, dass es nur meine eigene Erfahrung ist und meine ganz eigene Theorie, aber sie sollte auf viele Spieler zutreffen. Meine Theorie ist, dass einfach viele Spieler einfach keine Lust hatten, von vorne zu starten. Gleiche Chance für alle? Wozu, wenn man schon einen Helden-Level 50er Charakter auf Server 1 hatte? Was war aber mit den neuen und den alten Spielern, die den Server ausprobieren wollten und somit wieder Spaß an Nostale haben wollten? Die neuen Spieler, tja, die Nostale zum ersten Mal gespielt haben, haben schon nach ein paar Tagen oder gar Stunden für immer aufgehört. Das verwundert, denke ich, niemanden. Die alten, die zurückgekehrt sind, haben auch gelevelt. Sie haben teilweise auch gesuchtet. Es war auch teilweise lustig. Es wurde in riesigen Gruppen in Akt 4 gelevelt und halbwegs epische Schlachten gab es auch, da nur SB1 bis 2 zu dem Zeitpunkt besessen wurden. Doch nach 1 bis 2 Monaten gehörte der Server, der einst die Chance für alle geboten hatte, wieder nur den sogenannten Hardcore-Suchtis oder aber auch den Hardcore-Pay-to-Win-Spielern. Meisten waren es zwei in einem. Es gab Heldenleveler, die schon starkes Equip hatten und normalen Spielern so den Spaß genommen hatten. Die Spieleranzahl wurde weniger. Akt 4, die Arena und der Bazar wurden leerer. Woher ich das alles wissen sollte? Das sind meine ganz eigenen Erfahrungen und Erinnerungen gewesen. Doch warum das Ganze? Warum zum Henker wurde ein neuer Server eröffnet? So eine Katastrophe hätte man vorhersehen müssen. Die Antwort ist simpel. Geld. Moneten. Euronen. Kohle. Nostale ist zwar geldgeil, aber nicht dumm. Gameforge und Advel kannten die meisten ihrer Spieler sehr gut. Der Server bot das ideale Potenzial, den Spielern tonnenweise Geld abzuluxen. Die Frage wie ist auch ganz einfach zu beantworten. Stellt euch mal vor, ihr meschet auf die Top 1. Mit dem Level, mit dem Equip, mit dem Ruf. Da ist ein Hilfsmittel aus der Mal natürlich genau das Richtige. Auf Server 1 habt ihr diese Möglichkeit vielleicht auch, aber dort sind schon viele, die sehr starkes Equipment haben und schon das Maximum-Level erreicht haben. Also ist es definitiv einfacher gewesen, auf einem komplett neuen Server sein Glück zu versuchen. Das Ganze wurde auch durch die einzigartigen Titel befeuert. Die ersten 10, die die SB1 besessen hatten, haben einen Titel erhalten, den es nicht wieder gibt. Also der ideale Nährboden für Leute, die keine Zeit hatten, etwas Besonderes sein wollten und nichts mit ihrem Geld anfangen konnten. Und nun stellt euch vor, ihr kommt von Server 2. Ihr habt auf S2 zwar einen halbwegs guten Charakter, aber ihr wollt trotzdem bessere Chancen im Allgemeinen haben. Ihr steckt in den neuen Server all eure Zeit und eventuell auch euer ganzes Geld rein und da wird dieser mit Server 2 vereint. Meines Erachtens ist dies der ultimative Beschiss, aber anscheinend liegen die Spieler Gameforge und Advel sowieso nicht am Herzen. Das Spiel Nostale ist heutzutage nur reines Geschäft. Peace.